liebe Freunde der großen kleinen Bahn. Ja, ist wieder mal ein Mittwochs-Quasselvideo im Auto. Ich weiß auch nicht irgendwie, ich weiß nicht warum das so ist, aber irgendwie habe ich im Auto immer, also ich könnte mich ja jetzt auch zu Hause hinsetzen vor den Rechner und da in den Rechner reinreden. Dort ins Mikro oder die Kamera, eine Webcam, aber irgendwie, weiß auch nicht, das ist mir hier so immer lieber. Auch wenn dann das Motorgeräusch immer mal ein bisschen stört, aber ja, irgendwas ist immer. Aber zum heutigen Thema. Es gibt dazu eine Geschichte. Und zwar habe ich vor ein paar Wochen ein Video kommentiert von Hagen von Orloff, den wir alles erschätzen. Und der, ja, das, was er früher gemacht hat, quasi auf YouTube weitermacht. Und ich hatte da aber eine Szene, mit der kam ich nicht so richtig klar. Was auch wieder daran liegt, dass ich die Diskussion schon ein paar Mal hatte. Ich wollte es euch jetzt mal hier sozusagen mal darlegen. Und zwar folgende Situation. Hagen von Orloff geht auf eine Messe, zeigt dort Anlagen und kommentiert die. Bei einer Anlage habe ich, da war so eine Ziegelei drauf, die war wirklich sehr liebevoll nachgebaut. Also so was in der früheren Epoche, ne? Also ich kenne das nur von Fotos. Die hatten es nachgebaut und ja, was sagt der liebe Hagen? Ich kriege es jetzt nicht mehr wörtlich zusammen, aber auf jeden Fall hat er da so die Grenze gezogen zwischen den Spielbahnern und den Modellbauern. Und irgendwie war das aber, die Szene war irgendwie komisch, weil die, in dem Moment, wo er das erzählt hat und da betont hat, dass eben die einen fahren und die anderen nur bauen, ging die Kamera zurück und dann fuhr ein Zug quer durchs Bild. Ne? Also war das mit dem nur fahren und nur bauen eben auch nicht so. Ich bin mir sicher, dass das irgendwie so ein bisschen unbewusst war, aber das ist so, das ist jetzt nur ein Beispiel, ne? Also das ist so eine Diskussion, die ich immer mal habe, wo also diese beiden die Begriffe fallen. Also dann gibt es noch einen dritten Begriff, der heißt Nietenzähler. Ne? Es geht ja im Prinzip darauf zurück, dass wir alle so verschiedene, völlig, nicht alle verschieden, aber viele verschiedene Charaktere sind und auch das Hobby verschieden betreiben. Ne? Es gibt ja noch mehr, es gibt ja, im Verein hieß es immer die Schachtelbahner. Ne? Die Schachtelbahner, das waren die, die immer mal gerne Modellbahn bauen wollten, das aber nie in den Griff gekriegt haben oder nicht wollten oder was auch immer. Die hatten dann Fahrzeuge gesammelt, weil sie ja irgendwann mal eine Modellbahn bauen. Und, oder auch von vornherein gesagt haben, ich sammle jetzt noch Fahrzeuge, Modellbahn baue ich eh nicht, das ist mir nichts. Und die kamen dann auf die Ausstellung und wollten dann gerne mal, dass ihre Fahrzeuge fahren. Auf der Vereinsanlage. Da haben wir schon die tollsten Sachen erlebt. Ja. Und, also das wäre dann der Schachtelbahner. Ja. Und ansonsten halt, gibt es immer so die Einteilung, dass eben der Spielbahner, der spielt, ne? Also den kommt das jetzt nicht so drauf an, ob das nun jetzt irgendwie vorbildgerecht ist oder nicht, oder das ist eben einfach nur eine Modellbahn. Ne? Hat er vielleicht noch vom Großvater geerbt oder was weiß ich hier, irgendwas, die Märklin-Anlage aus 15 oder 16 oder was auch immer. Und das ist dann, das ist dann die Spielbahn. Da zählt sich auch Hagen selber dazu. Also ich habe ja einen Kommentar drunter geschrieben und hatte dann so den Eindruck, dass wir so ein bisschen aneinander vorbeidiskutieren, weil er also meinen Ansatz nicht so richtig nachvollziehen konnte. Deshalb erzähle ich euch jetzt, ich will ja anschließend in das Video gerne wissen, ob ihr meine Argumentation, die ich jetzt auch noch aufgebracht habe, ob ihr die nachvollziehen könnt. Für mich gibt es nämlich eigentlich, ja, man müsste es ja jetzt anders. Man müsste es ja jetzt so sehen. Ne? Ich habe jetzt beim Fußball habe ich jetzt Viereckfahren. Ne? Viereckfahren ist kompliziert, nehmen wir plus zwei. Also eine links, eine rechts.
wird das jetzt schon wieder politisch, aber wir müssen ja jetzt nicht verraten, welche links und welche rechts ist. Also ich habe auf der einen Seite habe ich den Spielbauer, auf der anderen Seite habe ich jetzt den Modellbauer oder Nietenzähler oder was auch immer, wie auch immer wir den schimpfen. Ja, und wir wären dann alle irgendwo dazwischen. So die Theorie. Also N ist mehr Spiel, der andere mehr Modellbau und so weiter und so fort. Ja, jetzt gibt es aber Leute, Fremo, Klammer F, Klammer zu, die, also es, ich glaube, es gibt jetzt keine schlimmeren Nietenzähler als die von Fremo. Das weiß ich gehöre selber dazu. Ne? Aber was treiben die da auf ihren Treffen? Man könnte das als Eisenbahn- oder Modellbahn-Rollenspiel bezeichnen. Ne? Also es gibt dort Fahrdienstleiter, es gibt Lokführer, es gibt Fahrpläne, es gibt eine Uhr, die auf Modellzeit umgestellt ist, es gibt Telefone. Gut, das kann man jetzt werten, wie man will. Ich meine, wenn man natürlich irgendwelche Züge von A nach B fahren will, dann ist es natürlich blöd, wenn man durch die Halle blickt. Also das Telefon ist gut. Manche, die kommen dann mit dem Kumpeltelefon, die kommen dann wirklich zum Telefon, die dann aufs Treffen. Und ja, jeder Zug hat einen Fahrplan. Jeder Güterwagen hat ein Ziel, also da ist irgendeine virtuelle, manchmal auch eine tatsächliche, also im offenen Wagen ist natürlich auch eine tatsächliche Fracht meistens. Und es gibt Wagenfrachtkarten. Extremer spielen kann man nicht. Also keiner, der heute Spielbahner genannt wird, spielt mehr als die von Fremo. Ja? Also haut das ja mit den Eckfahren irgendwie nicht hin. Also ich kann ja beides zugleich sein. Ne? Und deshalb finde ich diese Einteilung finde ich so ein bisschen sinnlos. Ne? Also ich habe sowieso ein bisschen den Eindruck, dass wir, ich weiß nicht, ob das so eine deutsche Eigenschaft ist. Ich kenne mich ja jetzt international dadurch, dass ich so ein bisschen so, naja, der Fremdsprachenidiot bin. Also ich bin sprachlich, was Fremdsprachen angeht, total unbegabt. Also wie man hört, ist ja selbst Deutsch. Ja, lassen wir das. Ich weiß nicht, ob es so eine typische deutsche Sache ist, dass man immer alles so einteilen muss und katalogisieren muss und in eine Schublade stecken muss und deshalb zwingend solche Begriffe braucht, um Leute in dem Fall das Hobby irgendwo, also um sich auch von anderen abzugrenzen. Warum? Ja, das ist irgendwie, ja, ich finde es ein bisschen sinnlos. Also dazu kommt noch, dass wir ja so eine, also ich bin ja jetzt eher so der Atheist, aber dass wir so eine, ja, so eine christliche Historie haben, wo es so Gut und Böse gibt. Ja? Und um Himmels Willen, also es gibt immer nur entweder Gut oder Böse, also nur Schwarz und Weiß und nicht Grau. Ja? Eigentlich ist ja alles grau, weil wenn ich jetzt hier fahre und in mein Handy rede, ist das, glaube ich, mit der Straßenverkehrsordnung, also ich weiß es, ich habe es nicht angefasst jetzt während der Fahrt, ne? Also ich weiß nicht so richtig, ob das jetzt erlaubt ist oder nicht. Also nehmen wir an, es ist verboten, mache ich jetzt was Verbotenes, also ist das böse, ne? Ich mache aber jetzt ein Video für euch, ne? Also ist das eigentlich wieder gut, oder es sei denn, man mag das Video nicht, dann ist es auch wieder böse. Also es ist nie schwarz und weiß, sondern es ist grau. Also die Welt ist, oder bunt, sagen wir mal, die Welt ist bunt. War mal nicht so pessimistisch. Ja? Und das, diese beiden Sachen, dass man eben alles ein bisschen einteilen und katalogisieren oder kategorisieren muss, und diese Schwarz-Weiß-Sicht, die behindert uns ein bisschen, also aus meiner Sicht, die wahre Sicht der Dinge. Ja? Und die bedeutet für die Modell- oder für die Eisenbahn eigentlich, dass wir alle ein gemeinsames Hobby haben und dass wir das unterschiedlich ausüben. Also ich habe keine Heimanlage, dafür habe ich in meiner kleinen Wohnung keinen Platz. Deshalb baue ich Module.
wenn nicht, weiß ich nicht, würde ich vielleicht alles Bates machen, wenn ich also jetzt genug Platz hätte. Ich hatte ja meine Anlage zu Hause. Und ja, der nächste, der sammelt eben nur Lokomotiven. Der übernächste, der macht gar nichts von allem. Der hat nur Bücher und liest und gibt dann mehr oder weniger schlaue Ratschläge. Ja, manchmal vielleicht im falschen Ton. Ne? Und ja, so ist das eben. Ja, also alle ein bisschen unterschiedlich, aber eigentlich machen alles das Gleiche. Ja, da sind wir jetzt, glaube ich, hoffe ich, am Ende vom Thema angekommen. Ich hätte gerne, dass ihr die Kommentare vollschreibt. Ne? Also, das ist ja das Gute bei YouTube, ich weiß gar nicht, ob es da eine Begrenzung gibt. Also ich habe schon ein paar Mal so fürchterliche Romane unter irgendwelche Videos geschrieben. Das ist so ein bisschen, nicht immer, aber manchmal so mein Ding, wenn mich ein Thema beschäftigt. Ja, das könnt ihr auch machen. Also mich würde das mal interessieren, ist das jetzt so, wie ich das erzähle, leuchtet das ein oder ist das Quatsch? Also gibt es doch eine Berechtigung für Spielbahner und Nietenzähler. Ja, das sind eher so Charakter, also das mit dem Nietenzähler ist eher so eine charakterliche Sache. Es geht ja nicht darum, dass jetzt jemand weiß, wo das Signal zu stehen hat oder wie die Signalbilder sind oder was weiß ich, die Abstände von Telegrafenmasten oder was auch immer. Ne? So, dann sieht er irgendwo ein Bild. Ne? Ein Klassiker, E-Lok auf der Anlage ohne Oberleitung. Ne? Dann kommt immer so die Bemerkung, Akku-Lok. Ja, es ist halt, es ist immer die Frage, wie, ich meine, bei solchen Sachen, da kann man sich den Kommentar sparen, weil das ist ja ganz bewusst so gemacht worden von dem, der das Bild gemacht hat. Der hat für sich entschieden, ich mache keine Oberleitung, ist mir zu kompliziert, mir ist scheißegal. Also da muss ich nicht kommentieren, ne? Weil das ist völlig klar, die Situation. Wenn da irgendwo ein Signalverkehr drum steht, auch schon gesehen, da kann man schon mal drauf hinweisen, ne? Und dann ist das auch okay. Und dann ist auch die Frage, wie man das vorbringt. Ne? Also für mich ist jemand, der wirklich Nieten zählt, das ist ja nichts Schlimmes. Ne? Es ist ja nicht schlimm zu wissen, dass jetzt die Dampflok so und so auf der einen Seite 5 Nieten mehr hat als auf der anderen. Das ist doch nichts Schlechtes. Ne? Man kann das auch erwähnen, dass es so ist und dass es jetzt das Märklin, Rocco, Pico, irgendwas Modell eben nicht hat. Ne? Also ich erinnere da zum Beispiel nur an Tillich in TT, die da eine Baureihe 19 gebracht haben. Also die E19, ne? Also Epocher 2 und 3 Bezeichnung, ne? Also die, bei der Bundesbahn war es dann glaube ich 119, mit einer Epocher 4 Bezeichnung darf man nämlich nicht fragen. Die Lok gebracht haben und das war eigentlich eine E18, ne? Also es sind da zwei unterschiedliche Baureihen. Beide gibt es noch. Die eine steht in Nürnberg mit hier den Insignien der vergangenen Macht, also quasi ein Hakenkreuz vor der drauf. Also wenn es überhaupt da drauf ist, ich weiß nicht, vielleicht ist es so abgedeckt, keine Ahnung. Also es ist auf jeden Fall da drauf. Und E18 müsste es mehrere geben. Also da habe ich auch schon davor gestanden. Weiß ich, wie viel sich da erhalten haben. Ja, jetzt hat mir einer bloß die Vorfahrt genommen, nicht wahr, mit Bedeutung. Wo war ich denn geblieben? Ja. Ja, die haben eben einfach die Form von der E18 genommen, haben da ein paar kleine Änderungen gemacht und haben da E19 dran geschrieben. Ne? Dann waren die fertig. Ne? Das ist natürlich ein Witz. Ne? Also gut, manchen fällt es vielleicht auch nicht auf, aber ja, das ist ja nicht falsch, darauf hinzuweisen, dass das Mist ist. So. Und dann kann jeder für sich entscheiden, Modellbahn ist ja immer irgendwo ein Kompromiss, wie groß soll der Kompromiss für mich sein?
Ja, also im Fremo ist es ein bisschen komplizierter, da ist teilweise so, dass das auch andere entscheiden, ja, weil es ist ja eine Gemeinschaft und auch in jedem Verein wird ja gemeinschaftlich entschieden, was wird auf die Vereinsanlage gestellt und was nicht. Ja, und da sind eben die einen tolerant, die einen Vereine und die anderen eben nicht. Wenn eben gesagt wird, also wir sind jetzt die Epoche sowieso Anlage und dann kommt einer an mit irgendwas total modernen oder was total alten, dann fährt das eben nicht zur Ausstellung. Punkt, fertig, aus. Ja, und genau ist es beim Fremen. Bis das wir haben zum Beispiel 1928. Ja, also da gibt es Sachen, die sind 1923, die kommen da nicht drauf. Also, ja. Gut, ich bin jetzt hier zu Hause angekommen. Denkt an die Kommentare. Ich habe lange genug geredet, jetzt seid ihr dran. Also, ich wünsche euch einen schönen Abend. Und macht was draus.